So. Hallo Freunde, wir spielen gegen Donkeys Are Cute. Okay, 2165. Mal gucken. Ich bleib mal bei D4. Da würde ich mal so ein bisschen wieder vermehrt mitspielen. Mal gucken, ob wir einen Nimzylinder kriegen. Oder einen Damengambit oder Benoni. Alles noch möglich. Nimmt hin nicht. Okay. Ja, ich wollte mal mit diesem A3 rumprobieren. Das habe ich letztens mal schon, ne? Lief ja nicht ganz optimal. Aber vielleicht haben wir was gelernt. Grundsätzlich will ich F3, E4 spielen. Dann machen wir das mal. So, wahrscheinlich kann Schwarz eine Menge spielen, ja, von C5 oder D5 und wahrscheinlich gibt es eine Menge anderer Züge mit B6. Wir lassen uns mal überraschen. Achso, ich muss. Ah, das ist jedes Mal dieses Stylus, ne? Dieses Add-on. Muss ich jedes Mal neu laden. Ich vergesse halt jedes Mal. Und schon sind wir wieder richtig. So, guck mal. Jetzt sehen wir auch alles. Genau. Gegen 265. Ja, mea culpa. Zentrum setzen. Ja. Versuche Zentrum zu blockieren, damit mein Läufer, der hier auftaucht, nicht hier irgendwie aktiv werden kann. Ne? Aber ich habe vielleicht auch Läufer G5 hier. Schon eine unangenehme Fesselung. Er wird dann den Springer hier hinziehen müssen. Dadurch hat er dann aber keinen Druck mehr hier auf diesen C4. Ne? Ja. Gehen wir mal damit. Wenn er jetzt mit H6 und G5 diese Fesselung auflösen will, schwächt er sich natürlich selber. Ich komme hier problemlos zurück und kann dann später wieder hier angreifen auf diesen Komplex, auch mit H4 Geschichten. So, jetzt die Puppen raus. Und dann vielleicht mal F4 anstreben oder so. Mal gucken. Finde diesen Aufbau sehr, sehr passiv, muss ich sagen. Ist jetzt nicht schlecht, dass irgendwie forciert verliert, ist halt nur passiv. Denn mein Schwachpunkt ist ja dieser Doppelbauer, ja? Und den greift man hier oftmals mit Springer A5, B6, Läufer A6, Turm C8, C5 Geschichten an. Da kommt er jetzt hier nicht mehr so richtig zu. So, E-Linie verschließen. Ich glaube nicht, dass er das Zentrum aufgibt, ja, meinen Doppelbauern auflöst. Das macht natürlich wenig Sinn für ihn. Und Druck auf E4 hat er auch nicht. Ja, mir fehlt gerade so ein bisschen. Ah, er kann den spielen und dann mit H6 vielleicht. Ah ja, das könnte interessant sein. So, jetzt erstmal auch hier Springer G6.
dieses Feld hier mit unter Kontrolle. Vielleicht kann ich dann mal überlegen. Ich habe diverse Ideen mit Dame D2. Auf H6 gehe ich dann hier einfach zurück. Dann kommen vielleicht hier solche Geschichten. Ich könnte den Springer auch hier hin spielen. Ne? Dann hätte ich auf Springer G6 dann Springer H5. Das wäre super für mich. Also wird er auf den hier direkt H6 spielen müssen. Dann kann ich nicht nach H4 wegen G5. Gut, ich kann hier hin. Dann habe ich den E4 immer überdeckt und auf H6 gehe ich hier zurück. Dann hat er auch keinen Springer H5. Der E4 ist gedeckt und nach Rochade kann ich immer noch mal an F4 nachdenken. Ja, ich glaube, ich bleibe mal bei Springer G3. Auf Springer E6 Geschichten, der hier ist auch gedeckt, kann ich mir auch immer noch überlegen, ob ich dahin gehe oder hierhin. Machen wir. Okay, er spielt direkt den. So, wenn ich jetzt hier hingehe, kommt G5, also muss ich hier hingehen. Ne? So. Der stabilisiert, da droht nichts. Also damit D2, Turm AE1. Erstmal schön zentralisieren und dann irgendwann auf den spielen. Das könnte die. Eine der Ideen sein. Er hat ja immer noch keine so richtige, keinen so richtigen Platz für seine Figuren. Ne? Dieses Manöver gefällt mir grundsätzlich gut für ihn. Das ist okay. So, soll ich jetzt erst Dame D2 spielen, dieses Feld kontrollieren? Ja. Den Bauern wird er wohl nicht geben. Ja, gehen wir dahin. Also wenn ich irgendwann mal rochiert habe und den Turm auf nach E1 gestellt habe, ich könnte dann auch mal den Springer hier hinstellen, weil ja, den könnte er tauschen, aber dann wird mein Läufer vielleicht so ein bisschen freier. Der greift ja auch diesen Springer an, der hat auch nicht so viele Felder. Und dann kann ich vielleicht mit G4, G5 hier auch noch was überlegen. Und öffnet sich die Stellung für mein Läuferpaar. Halten wir mal als Hintergedanken so fest. C5. Okay, versucht Zentrum zu öffnen. Jetzt kann ich natürlich aber auch versuchen zu schließen. So, wenn ich jetzt die Rochade eröffne, das Zentrum komplett doppelt, würde er sich hier einen D6 Rückständigen machen. Ich hätte dann diese zwei Bauern, aber den schlechten Läufer und er hätte noch das Feld E5. Das kann ich aber irgendwann den. Naja. Wahrscheinlich ist das auch nicht schlecht für mich. Aber ich glaube, ich gehe mit D5.
Ich könnte diesen Bauern natürlich schlagen, ja, aber das will ich ja mal überhaupt nicht. Dann, dass die C-Linie aufgeht und er irgendwann Druck hier drauf kriegt und dann werden die natürlich zu schwächen. Ja. Deswegen, das Bauernopfer werde ich nicht annehmen. Ich halte mal geschlossen. B5 kann ich im Zweifelsfall auch noch mich gegenstellen. Bin ich auch oft genug drauf. Genau. Und jetzt bei geschlossenem Zentrum denke ich mal, jetzt wird man natürlich einen Flügelangriff machen müssen. Und ich denke mal, da sein Flügelangriff mit F5 hier nicht funktionieren kann, hoffe ich, werde ich wahrscheinlich irgendwann zu E4 kommen. Wie gesagt, ich kann es vorbereiten, ja, mit Springer G5 und dann vielleicht mal G3 und F4 noch, dass ich hier mit dem Bauern schlagen kann. Auch eine Option. Bin so flexibel, das gefällt mir. Ja, so bei Raumnachteil ist immer schwierig mit Manövrieren. Ne? Kann natürlich hier alles Mögliche an Zügen machen, aber er hat nie einen Hebel. Das ist eben der Unterschied. Wenn er jetzt so spielt, ich brauch ja noch nicht mal A4 spielen, weil B5, wenn nur ein Bauernopfer ist. Wenn er hier so spielen möchte, habe ich auch immer den hier wieder. Ja, ich bin mittelprächtig zufrieden mit meiner Stellung. Und ich habe mal einen Zeitvorteil, da kommt ja auch selten genug vor. Weiß ich gar nichts mit anzufangen. Ja, damit ist eben so ein Zug, der sich dann wahrscheinlich irgendwann mal langfristig gegen den E4 drückt, ja, gegen F4 richten soll. Ich mache erstmal die Rochade. Oh, auf E7 weiß ich nicht, aber wenn ich hier mit Springer F5 komme und er schlägt und ich schlage, dann hat der Springer hier dieses Rückzugsfeld nicht. Und hier nach G4 kann er auch nicht, wegen G3 ist er weg. Der Springer steht nicht so ganz optimal. Vielleicht sollte er hier einen Bauern opfern und dann den Springer dann hier nach E5 überführen oder so. Aber. Poh. Einfach nur Bauern opfern macht man ja auch sehr ungern. So, soll ich jetzt A4 spielen, damit der Läufer hier nicht hinkommt? Und vielleicht kann ich auch den spielen. Und auf den spielen. Ich habe so viele Ideen, ne? Eieieiei, das ist immer ganz kritisch. Ja, komm, wir machen erstmal den.
Vielleicht möchte ich auch mal irgendwann A5 spielen, dann habe ich noch die Zusatzoption in Läufer, meinen schlechten Läufer, ne? Mal hier abzutauschen. Weil der Läufer D7 ist, sei ein guter Läufer oder ein guter Läufer wegen der Bauernstruktur, dass ich den tauschen kann. Aber ist natürlich eine geschlossene Stellung, ne? Und da sind die Springer ja auch sowieso gut. Also mein Läuferpaar würde ich hier nicht überbewerten. Ja, ich kann am Damenflügel und hier am Zentrum spielen. Ist super unangenehm für ihn. Kann ich den spielen, dann kann er den nicht spielen. Turm B8. Habe ich dann den? Und im Zweifelsfalle, wenn er sich jetzt hier irgendwie zu sowas hier hinreißen lässt, um den zu spielen, dann schwächt er sich den. Dann kann ich hier vielleicht, ups, wirklich mit dem Springer mal hier reingehen. Und wenn er den abgibt, dann kriegt er ja nie wieder B5 durch. Ja. Also F4, dann hat immer den Nachteil, dass ich diesen Bauern hier ein bisschen isoliere, ja, dass er das Feld E5 dann vielleicht für seine Springer unter nutzen kann. Deswegen sehe ich jetzt erstmal von dem Plan am Königsflügel ab und guck mal, ob ich hier irgendwas erreiche. So, A5, B5, C mal B, Läufer B, ja, geht nicht. Aber er könnte natürlich hier rausnehmen. Dann schlage ich. Wenn er schlägt, Läufer schlägt, Turm B8, Dame A2, decke ich hier die Einbruchsfelder und der A7 könnte schon weg sein. Dann wird er hier irgendwann mal was opfern für Pseudoaktivität. Ja, ist vielleicht, aber selbst dann muss ich ja nicht zwingend rausnehmen. Ne? Sieht, A5 sieht gut aus. Und wenn er nicht nimmt, kann ich auf B6 nehmen und ihm hier einen rückständigen Bauern verpassen. Ja, gehen wir mit. Meine, der A-Bauer ist ja auch ein Einzelbauer von mir. Jetzt werde ich den los, tausche den ab, löse meine Schwäche damit auf. Und mal gucken, was bei ihm überbleibt, ne? Turm B3, Dame B2 vielleicht. Und Turm B1 und dann hier massiv Druck machen, ne? Auf den hier. Vielleicht muss ich Eichelchens Kanone aufbauen. Die Dame irgendwie nach hinten stellen. Dauert natürlich ein paar Züge.
Könnte den planen, dann kommt B5. Den, dann kriegt C4 nicht durch. Ja. Läufer C2 geht hier nicht so gut. Ja, wir verdoppeln auch erstmal hier, ne? Kann er nicht den schlagen und nicht den spielen? Mhm. Ich habe gerade eine sinnlose Idee gehabt, dass ich hier eine Qualität opfer, um den Springer hier auf das schöne Feld zu stellen. Ach, ist alles too much of a fish, ja, nicht nötig. Warte noch auf den, dann geht der. Könnte jetzt auch den einschieben, aber dann kommt, jetzt kommt der Springer wieder zurück, ne? Dame A2 vielleicht. Oh, ich muss wieder schneller werden. Ja, ich muss wieder schneller werden. Das habe ich Dame A2 ein bisschen verbunden, verhindert. Vielleicht steht der Turm hier nicht so gut, wie ich dachte. Boing. Nehmen wir. Ja, so ein typischer Fall von, ich habe keine guten Züge, dann kommt automatisch ein schlechter. Aber so ein schlechter ist natürlich. Ja, ups, schreibt er. Okay. So, dann wollen wir mal die Analyse gucken. Analyse-Szene steht, jawohl. Engine. Wo haben wir das Engine? Da haben wir die Engine. Aber die machen wir erstmal aus. So, erstmal selber gucken. Nimmt zu Indisch, ja. Alles soweit. So gut. Ich glaube, diese Fesselung ist schon unangenehm. Zumindest erzählen die Leute immer. Und das nicht. Den fand ich gut, um seine Pläne später mal hiermit zu verhindern. Ups. So. Gehen wir zurück. Sieht alles sehr, sehr natürlich aus. C5 ist hart. Also ich glaube nicht, dass ich hier rausnehmen sollte. Das kann nicht gut sein. Ne? Spielt er ja hier irgendwann mit Dame C7 und Turm C8 hier. Ja, und dann fallen die Bauern alle wie die reifen Früchte. Da habe ich gar nichts von. D5 sah eigentlich gut aus. Raumvorteil. Der Läufer hat nichts. So, lass mal gucken, ob ich den hier einschieben sollte. Wenn er den tauscht. Hier ist dann der weg. Und auf den hier. Ja, jetzt hat er immer noch die Option, den irgendwann. Ne? Das ist eben der kleine Nachteil. Müsste den also jetzt irgendwie blockieren. Und jetzt komme ich natürlich nie mehr zu F4, weil E mal F sofort dieses Feld hier abgibt. Hier glaube ich, sollte ich auch nicht spielen. Ich glaube, jetzt sollte ich auch hier spielen. Mit ähnlichen Stellungsbildern. Aber ich glaube,
Der hier deckt den noch relativ gut. Ist auch nicht so einfach. Ich kann den Laufer hier nicht wegziehen. Dann kommt immer der hier. Ja, vielleicht müsste ich meinen Läufer mal umgruppieren und noch mal eine Festung aufbauen. Ich habe das Läuferpaar jetzt geschlossen. Ich glaube, ich stehe hier leicht besser. Aber ich wüsste nicht, ob ich einen Gewinnplan hier habe. Muss ich mir gleich mal angucken. A4, okay, ich spiele also jetzt hier am Damenflügel. So. Was ist denn, wenn er jetzt hier nimmt? Ah, ne, hier nehmen kann er nicht. Dame D8. Dame A2. Ihr seht, oh Mann, Computer ist schon wenig begeistert. Okay, der stellt direkt die Partie ein. Ansonsten. Ja, sagen wir mal, er geht jetzt hier irgendwann rein, weil ich ja halt jetzt das Feld abgegeben habe. Ich glaube nicht, dass ich den hier unbedingt nehmen will. Sieht komisch aus, aber ich komme mit dem Springer nicht mehr nach C3 oder G3, um E5 und den Springer irgendwie hier hinzustellen und so. Ja, ich glaube, der Springer steht schon doof da. Jetzt muss ich wahrscheinlich wirklich den Läufer hier hin spielen, den Springer vielleicht hier hin. Ah, das gefällt mir nicht. Den rausnehmen will ich nicht. Und wenn ich jetzt zurückgehe. Ja, ich glaube. Ja, vielleicht ist das alles nicht gut gewesen hier. Okay, werfen wir mal die Engine an. So. Alles noch in Ordnung. G5, alles in Ordnung. Ja, Computer gibt einen Vorteil für Weiß, aber. Okay, der Zug liegt nicht ganz vorne beim Computer, obwohl ich den mit der Idee dieses Springer H5 verhindern, ne? Pah, okay. H6. Auf E3. Damit D2 ist okay. C5. Ja, vielleicht sollte ich das nochmal kurz stehen lassen. Und mir das nochmal angucken, wie das hier so aussieht, wenn er jetzt hier rausnehmen würde. Dass der Computer hier leichten Vorteil angibt, kann ich mir sehr gut vorstellen mit dem Läuferpaar. Aber ich habe natürlich hier auch eine Schwäche. Also unterschätzen kann ich das nicht. Ach so. Ah. Ich drohe vielleicht auch noch mal hier irgendwas, ne? Ja, ist wahrscheinlich besser, ja. Aber gut, er muss ja nicht sofort nehmen. Wenn er den spielen, den provozieren mit ähnlichen Stellungsbildern wie bei uns in der Partie. Plus 1 ist hier in so einer geschlossenen Stellung echt nicht aussagekräftig, glaube ich. So, H4 habe ich echt tatsächlich auch mal kurz überlegt, diesen Springer zu vertreiben, damit er eben nicht dahin kann. Ja. Als Beispiel so, so, so. Und jetzt kann ich mir überlegen, ja, vielleicht den Läufer hier umgruppieren und dann den Springer hier erstmal hier umgruppieren, um das Feld wieder im Auge zu haben, den Läufer nach H4 zu stellen. Vielleicht auch mal mit G4, G5 was zu haben. Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte schon ein interessanterer Plan sein. Dann gucken. Den. 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 So.
Ja, ich komme nicht zu G5, ne? Schade. Eine sehr verschachtelte Stellung. Ja, ist nicht tatsächlich nicht so wahnsinnig viel los. Obwohl Schwarz sich natürlich besser und genauer verteidigen muss, wie man auch in der Partie gesehen hat. Okay. Und hier so. Alles in Ordnung. A5 war zu früh tatsächlich. Okay. Erst verdoppeln. Jetzt ist A5 wieder gut. Okay. Aber wenn es jetzt nehmen wir an, es steht so. Er kommt nicht mehr hierzu. Und jetzt muss ich. Jetzt ist der Damenflügel abgeschlossen. Das heißt, er hat hier keinerlei Gegenspiel mehr mit B5. Ja? Seine opfert da ein bisschen was. Okay. Aber jetzt muss ich hier auf der Seite spielen. Sehr, sehr zweischneidig. Sehr, sehr zweischneidig. Bin mir nicht sicher, wo der Läufer hingehört. Ob der da gut steht. Ob der sich hierhin zurückzieht oder hierhin zurückzieht. Im Zweifelsfall irgendwann. Und vielleicht kann er ja auch den hier mal angreifen. Upsa. So. Aber jetzt nehmen wir an, nur rein hypothetisch, er opfert diesen Bauern. Um sich hier ein schönes Feld zu kreieren. Selbst das finde ich nicht super offensichtlich. Ja, gut, ich kann H3 spielen und dann kriegt er wieder einen Tritt, ne? Ja. Also nach Dame E2 zum Beispiel. Ja. Nee, das geht nicht. Okay. Aber muss man alles berücksichtigen. Oh, guck mal, E4 ist sogar besser zu. Huch. Ja. Aber jetzt ist, ja, vielleicht sollte ich hier den Damenflügel schließen und mich dann mit Springer F5 hier auf die Seite konzentrieren. Okay. Und wenn ich jetzt hier rausnehme. Jetzt würde ich schon eine Stunde überlegen, spiele ich C4, aber mein Läufer ist auch furchtbar schlecht. Trotzdem sagt er hier, C4 ist besser als, aber strukturell würde ich den immer tauschen. Und dann gegebenenfalls C4 spielen. Ne? Vielleicht nicht jetzt, weil dann Turm B1 irgendwie übertauschen kann. Machen wir den. Aber durch den Tausch habe ich natürlich auch dieses Feld. Boah, das sind aber super kleine Schritte, die ich hier gehen muss. Ja? Aber immerhin, ich bin meinen Läufer losgeworden. Ja, ist nicht viel. Ist tatsächlich nicht viel, aber ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Und jetzt, ja, dies Dame D2 gibt das Feld ab. Boah, der ist nicht gut. Dann hätte ich vielleicht besser hier direkt wieder den. Ups. A6. Und jetzt mit dem Springer hier rein. Ne? Ja, so hätte man spielen sollen. Wäre wahrscheinlich objektiv besser gewesen. Lässt dem Gegner kein Gegenspiel. Und dann muss man mal gucken, wie weit wir kommen. Ne? Müssen wir halt gut Schach spielen. Was die Sache erschwert. Ja, spannende Partie. Ein bisschen Positionskampf heute mal. Ja? Grabenkrieg sozusagen. Mit einem überraschenden Ende. Naja, passiert. Alles klar, Freunde. Bis zum nächsten Mal.